komme ich denn jetzt hier am schnellsten in den Keller? Ich glaube, ich gehe trotzdem nochmal in den Keller. Das ist, juckt ja schon. Bitte, 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 lass mich noch in den Keller gehen. Das wäre ein Traum. Bitte. Okay, wir gehen definitiv nochmal in den Keller. Wo ist er? Weil das ist eine Alternativquest und dadurch, dass ich da unten noch was knacken muss, Schloss oder Hecken und das wiederum Skillpunkte bringt, EP, werde ich das definitiv noch machen. Juckt mich jetzt erstmal ein Scheiß. Oh, das sieht ja auch geil aus. Mach ich's? Ach, komm schon. Aua! Oh! So, und wie komme ich jetzt hier in den Keller? Ach so, okay. Ich nehme mal beides mit, weil in beiden Fällen gibt es EP. Sollte es EP geben. Langweilig. Draußen klingt nach dem Passwort. Bossing Sling. Hört, das andere war von gebraucht. Stand meets Sheer. Na also. Okay. Keine EP? Na gut. Bin unterwegs. Ach, so ist der Hund da hingekommen. Alles klar. Nee. Huch, das ist doch. Da ist ein Hund gespawnt. Habt ihr es gesehen? Jet. Einige Sachen, glaube ich, fehlen noch die Übersetzung. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen schauen, was damit gemeint ist. Oh, hier gibt es noch so viel zu erkunden, Leute. Oh Gott, oh Gott. Und ich kann schon wieder nicht laufen, natürlich. Nee, ja. Abufosen. Okay. Medikament. Fleisch vom Mischlingshund. Ich habe tatsächlich zwei Fusionskerne. Der eine hat 100, 100 und der andere hat 50, 100. Okay. Fusionszellengewicht. Weiß ich nicht, wofür das gut ist. Wiegt nichts. Kedia Buttercup Kopf. Weiß ich nicht. Wofür das denn am Ende gut ist? Gurtzug. Level up, such dir ein Skill. Ja, geht gleich los. Hundefutterdose, Hundehalskette. Improvisierte Pistole, 6 Stück. Warte mal. Hund? Ach, nee. Ist auch doof. Warte mal, wir verstecken mal die Pistolen hier im Kühlschrank. Hauptsache, das Gebäude wird nicht irgendwie abgerissen. Da habe ich natürlich ein Problem. Oh, lol. Dandyboy-Äpfel. Na, lecker. Kann ich gar nicht. Oh, nee, oder? Ich mache mal kurz Pause. Auf ein neues. Meine Nachbarn sind schon wieder Premium.
Achso, ich bin das Gewicht immer noch nicht los. Verdammt. Brauchen wir ganz kurz irgendwie. Hier drin waren noch ein paar Schränke, ne? Aprox Putzmittel, Dinnergabel. Oh, ich sag ja, hier kann man so viel. Wert 2. Wert 2, Bleistift, Wert 1. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, was nachher irgendwann wie wo wertvoll ist. Wartet mal, ich nehme jetzt, wo waren denn die Pistolen? Ich habe doch hier irgendwie 6-mal die gleiche Pistole gehabt. Die sind natürlich wertvoll. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber ich werde... Wo waren sie denn? Sie dann wieder rausholen. Wenn er jetzt nochmal bohrt, der Nachbar, dann ist es halt so. Jetzt wird's verrückt. Stange, Zigaretten, Telefon. Kann auch erstmal hier bleiben. Terpentin. Antiseptikum. Und Stahl. Okay, Tischventilator. Lassen wir auch mal hier. Toaster. Ach du Scheiße. Ungefüllter Kickball. Sehr interessant. Gummi. Zerlegen, glaube ich, kann man das ganze Zeug auch, wenn ich das gerade richtig sehe, ne? Vorkriegsgeld, doppelt kurz, Laser, Schrotflinte. Ich bin aber irgendwie an der Pistole vorbei. Stahl. Brauchen wir noch. Silbermedaillon. Ich weiß nur noch, dass ich 6 Stück habe. Ich habe die ganze Zeit auf die Zahl geguckt, die hinten dran ist. Wo ist sie? Ich gehe dann danach jetzt wirklich gleich nach oben. Maulwurfszene. Nee. Wird verrückt. 5 Klebeband. Kaffeetassen. So. 17 Kaffeekannen. Karottenblume. Aha. Da. Impro-Pistole. Das wollte ich sagen. Ach, was so. Ich gehe jetzt nämlich nochmal hoch. Sorg für Randale, wenn ich den Weg nach oben finde. Wartet mal, wie war denn das? Dadurch, ne? Und dann muss ich langsam mal zusehen, dass ich das Ganze noch gerendert bekomme, weil es ist mittlerweile kurz vor 4. Yay, kurz vor 4. Oh, das Spiel, ne? Das Problem ist, ich werde heute Nacht durchrennen, werde... Oh, krass. Ey. Wo denn? Soll ich einfach mal runter? Yeah! Ich weiß ja nicht, was die aushalten. Aber jetzt mal ernsthaft. Die Rüstung ist leicht beschädigt. Oh, Kacke. Weg von meinem Hund. Sie ist heiß gelaufen. Sie ist heiß gelaufen. Häng fest. Weg von meinem Hund.
kackt die Wand an. Was ist das für ein Vieh? Muss mal ganz kurz warten. Ich hoffe, der Hund hat es überlebt. Wo bin ich? Oh Gott. Ich sehe nichts. Hund. Nein. Alles klar, wie geil. Fetzt, gefällt mir gut. Hammer. Absolut Hammer. Aber dieses Vieh, was da gerade, ne? Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ja, finde ich auch. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sicherer ist. Also... Als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Yay. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Ach. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Finde ich gut. Geh zu Preston Carvey in Sanctuary. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Ja. Schicksal? Ich weiß es nicht. Hilf mir bitte. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist eine Frau ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Okay. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Hallo. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. 1 in Diamond City. Noch ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Was, was, was? Wir Hund? Brauchen das dritte Auge. Ach da. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Oh yeah. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt Hund. Sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann ich wohl kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen.
Okay. Was? Yeah. Auf geht's. Jetzt gehen wir wahrscheinlich, ich glaube, Sanctuary ist die Ortschaft, wo ich beheimatet war. Glaube ich. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Gut. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Ach du Scheiße. Bin gleich da. Bin gleich. Stimpack. Schweißerbrille, keine Ahnung. Ich gehe hier gerade alles nach Munition durchsuchen. Kurz Jagdgewehr, nehmen wir mal mit. Stimpack. Molotov, Stimpack. Was hast du denn hier? Randalier nicht so viel. Was will denn damit? Sackkapuze. Ich möchte nicht wissen, wo er die Sackkapuze gerade gefunden hat. Ist das geil. Lauft die auch? Okay, die haben wirklich alle Zeit der Welt, wie es scheint. Na nun, komm schon. Sieht irgendwie eklig aus, ne? Blutkäfer-Jungtier. Oh. Ja. Mhm. Das mit den anderen da oben. Wisst ihr, wo die Beerdigung stattgefunden hat? Oh Gott. Ja. Sieh mal einer an. Ich glaube, ich habe gerade mein neues Feriendomizil entdeckt. Deine Vorstellung vom Paradies, was, Sturges? Könnte gutes Zeug drin sein. Aber gehen wir zuerst nach Sanctuary. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Finde ich gut. Ich gehe jetzt da mit Absicht mit, weil ich der Hoffnung bin, da noch ein bisschen was über dieses Ding, was ich trage, zu lernen. Ich glaube, da drin konnte man die Station noch abstellen. Das sind diese komischen Halterungen. Das habe ich mal in den Trailern gesehen. Und dann ist es wahrscheinlich schon 16:30. Das wird noch knapp mit dem Rendern. Ich müsste rein theoretisch Schluss machen. Ja gut, wenn sie zu spät kommt, die Folge, dann liegt es daran, weil das Spiel einfach so geil ist. Ich will nicht aufhören. Aber ich muss meinen zweiten Rechner, den ich stehen habe, erst noch verkabeln. Ich dachte schon immer, mein Rechner ist laut, aber der hat's richtig in sich von der Lautstärke her. Und wenn der hier unter dem Tisch rendert, dann brauche ich gar nicht... Ich glaub's ja nicht. Das ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Das bedeutet,
ist das? Dass das die Old Northbridge sein muss. Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, seit wir Quincy verlassen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Boss, aber ich finde es schön, dass du dich darüber freust. Finde ich auch. Immerhin regnet es nicht.